Gute Visual Effects für mich persönlich sind Effekte, die in erster Linie der Story, dem Inhalt des Buches dienen, ja, also die Geschichte erzählen, aber nicht sich so in den Vordergrund drücken, also eher beiläufig sind, die nicht auffällig sind, die sich sozusagen in die Geschichte integrieren, ohne dass der Zuschauer anfängt darüber nachzudenken, ob das jetzt hier ein Effekt ist oder nicht. Berlin in Prag herstellen ist im Grunde gar nicht so schwierig. Der Vorteil von Prag ist, dass man dort viele Straßenzüge und Stadtbereiche hat, die dem damaligen Berlin noch entsprechen. Sprich, die noch nicht so durchsaniert sind, die noch nicht so viele moderne Elemente haben. Und überall, wo es dann aufhört, da setzen wir dann mit unserer digitalen Kunst an. Um Berlin letztlich auch dem Zuschauer nahezubringen, bedient man natürlich die Elemente, die jeder kennt, auch der Nicht-Berliner. Sprich das Brandenburger Tor, der Funkturm Alex, der Kurfürstendamm mit der Gedächtniskirche. Diese Motive versucht man natürlich im Film umzusetzen und dem Zuschauer zu zeigen. Hier sieht man eine Szene, in der unsere beiden Darsteller durch den Tiergarten laufen. Im Hintergrund sieht man das Brandenburger Tor, das wir natürlich original dort nicht hatten. Wir haben in Prag gedreht, in einem Stadtpark, mit einer sogenannten Bluescreen im Hintergrund, die wir dann später durch das digitale Modell ausgetauscht haben, um so zu erzählen, dass unsere Darsteller durch den Tiergarten laufen vor dem Brandenburger Tor. Wenn du sie im Bett hast, geh aufs Ganze. Ich rede von Sachen, die in den meisten Ländern verboten sind. Sachen, die sie sich nicht mal zu denken traut. Aus der Gegend hatte dann eine weitere gute Möglichkeit. Müller, Höhne und nach dessen Flanke ein Kopf. Der Checkpoint Charlie ist natürlich ein zentrales Thema bei Der gleiche Himmel. Hier haben wir wirklich den gesamten Grenzübergang am Computer hergestellt, um eben bestimmte Abstände auch zu visualisieren, um genau festzulegen, wo stand welches Gebäude, in welcher Entfernung. Das haben wir aufgrund historischen Foto- und Filmmaterials gemacht und dann eben am Computer praktisch nachgebaut, um uns später dann in die Szenen einzusetzen. Vor Ort in Prag haben wir den Vordergrund real mittels Setbau hergestellt, das heißt das Grenzübergangshäuschen, Schlagbaum und solche Dinge, die wurden original in Prag aufgebaut. Im Hintergrund sieht man dann eine sogenannte Greenscreen. Das ist der Teil, der dann später am Computer digital von uns ergänzt wurde. Und so war es ein wunderbares Miteinander, sprich realer Vordergrund mit digitalem Hintergrund zu ergänzen. Hier sehen wir den Etablierer des Teufelsberg, der förmlich komplett am Computer entstanden ist. Wir haben zwar originale Luftaufnahmen an dem Originalstandort gedreht, aber konnten natürlich von dem heutigen Teufelsberg nichts mehr verwenden, weil es tatsächlich nur noch eine Ruine ist. Die Luftaufnahmen haben wir aber hergenommen, um später ein am Computer generiertes Modell sozusagen in diesen Szenen einzusetzen. Das heißt, der Teufelsberg ist am Computer komplett entstanden und später in die Flugaufnahmen integriert worden. Und so entstand der Eindruck des historisch korrekten Teufelsbergs. Hier ganz schön zu sehen, welche Flugaufnahmen wir vor Ort gemacht haben und welche Teile des Teufelsberg eben am Computer entstanden sind. Zum Teil haben wir auch hier die Radarkuppeln sehr detailliert nachgebaut mit sogenannter Cloth-Simulation, das heißt, dass sich die Oberflächen tatsächlich auch im Wind bewegen. Alles basierend auf Drohnenaufnahmen, die wir vor Ort am Teufelsberg tatsächlich hergestellt haben und durch unser Computermodell dann ergänzt haben. Oliver Hirschspiegel war auch sehr wichtig, dem Zuschauer immer wieder zu vermitteln, in welchem Teil Berlin wir uns befinden. Wir haben daran gearbeitet, den Osten eben immer
orangefarbiger darzustellen, wie es eben damals war, da es dort hauptsächlich diese orangefarbenen Lichtquellen gab, während der Westen sehr viel weißeres, moderneres und bunteres Licht beinhaltete. Außerdem sollte der Westen immer einen Anteil von Werbung auf Brandwänden sozusagen darstellen, um klar zu definieren, wo ist der Westen und wo ist der Osten. Ja, der Osten wiederum ist immer ein bisschen älter und schäbiger, während der Westen immer ein bisschen moderner und bunter rüberkommt im Film. In dieser Szene sehr schön zu erkennen, dass wir auch digitale Hintergründe eingesetzt haben, um dem Zuschauer immer zu vermitteln, wo wir uns gerade aufhalten, im Westteil oder im Ostteil. Hier ein gutes Beispiel für den Osten, indem wir einfach den Funkturm, den Alex, im Hintergrund sehen. In dieser Szene sieht man sehr schön, dass wir immer wieder Straßenzüge ergänzt haben mit der Mauer, der Teilung der Stadt sozusagen. Das haben wir in ganz vielen Einstellungen gemacht, wo man immer wieder sehen muss, wir haben eine geteilte Stadt. Und mittels unserer 3D- und 2D-Technik am Computer wurden dann der Grenzstreifen, die Mauer, die Wachtürme immer wieder in Szenen eingesetzt.